sieben Tage vor sich, was die Menge der Auftritte betrifft. Klaus, wie viel sind es insgesamt heute? Bis in die späte Nacht mehrere 14 Auftritte durch die Seele Essens. Und nicht wundern, wenn heute die Polizei mit dem Prinzenbus durch Essen rast, weil heute sind sie genau deswegen auch in Polizeibegleitung, damit sie diese 14 Termine nacheinander auch bei allen schaffen. Also ich möchte nochmal einen Riesenapplaus für meine Prinzessin haben, weil die steht hier krank auf der Bühne und zieht das trotzdem durch. Gut ab. Ja, liebe Karnevalsfreunde, das war für euch das Prinzenpaar der Stadt Essen mit seinem Superhit Gelb und Blau. Und werdet ihr noch ganz, ganz oft hören, natürlich am Rosenmontag. Und ich hoffe einfach für uns Jecken hier in Essen, so ein Wetter, wie ja, den großen Montag im Traum, oder? Und wenn wir jetzt alle fleißig aufessen, heute und morgen, und die Teller alle leer sind hier auch bei den Kindern, dann wird doch für uns nach Jecken sicherlich großen Montag die Sonne scheinen, oder? Das wollen wir doch ganz stark hoffen. So, ich bedanke mich bei dem Prinzenpaar mit der kompletten Begleitung. Wir rufen nochmal aus auf das Prinzenpaar der Stadt Essen. Ein dreifachgepflegtes Essen! Ja! Prinzenpaar der Stadt Essen! Ja! Rathausgalerie! Ja! Dankeschön und Ausmarsch für das Prinzenpaar. Für Sie hier in der Rathausgalerie. Sie tanzen bei den Ruhrnixen, bei der Karnevalsgesellschaft Hanekopf von 1862, die Heimatgesellschaft der Kinderprinzessin. Und Sie haben heute mitgebracht die Minis und die führen jetzt hier ihren Galatanz auf. Viel Spaß mit den Minis von den Ruhrnixen!
Ein Riesenapplaus für die Minis von den Rolexen. So, die beiden werden natürlich auch trainiert, und zwar einmal von unserer Angie und von unserer Dani. So, wir rufen noch mal aus auf die Rolexen, ein Dreifachler des Essen. Rolexen. Rathausgalerie. Danke für den schönen Tanz. Wir sehen uns heute Abend noch wieder bei unserer eigenen Veranstaltung. Und ich bitte um Aufmarsch.